Good morning in the morning. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Truckaholic Germany. Auf einem Dienstagmorgen. Und ich muss mal wieder Gardinen falten. Ich habe jeden Morgen das Gleiche. Aber sonst sieht es ja nicht gut aus. Ja, wie gesagt, wir haben Dienstag. Ich habe gestern schon meine Auslieferer alle gemacht. Ich bin leer. Und es ist wieder Normalität eingekehrt. Und zwar ist das eine reine Reifentour, also Abholertour. Ich habe gestern in Aschaffenburg diese Baustelle gehabt. Das war C&A, Zentrallager, da war Filmverbot. Ja, und dann nach Kehl gefahren. Das habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen, deswegen habe ich gestern nichts gefilmt. Ja, und jetzt geht es nach Kupferzell. Jetzt geht es nach Kupferzell. Ich bin kurz davor, 60 Kilometer hier bei Rettenau. Da hole ich die ersten beiden Reifen ab. 35. Dann muss ich nach Barkhäusel. Da kriege ich auch nochmal zwei Reifen. Ne, vier. 4, 26, 5er. Und dann muss ich nach Hockenheim. Da kriege ich einen so einen komischen Reifen. Ganz komische Reifengröße, habe ich noch nie gesehen. Aber ich werde es ja sehen, wie ich da angekommen bin. Ja, gestern war wieder so ein müder Tag so. Keine Lust und viel zu müde. Und jetzt hätte ich auch wieder schön zu Hause bleiben können. Ich brauche mal Urlaub, glaube ich. Aber bis zum nächsten Urlaub ist noch ein bisschen hin. Also, kämpfen, nicht klagen. Ich habe immer noch keinen neuen Wasserkocher. Ich war hier gucken, hier kostet auch 41 Euro. Ich hätte ja am Wochenende mal einen bestellen können bei eBay. Aber nein, ich habe es wieder vergessen. Also musste ich mir wieder gekauften Kaffee holen. Hier so ein Pinnchen, 2,60 Euro. Unfassbar teuer. Naja, ich werde jetzt hier noch klar Schiff machen und dann geht es erstmal nach Kupferzell. Das ist ein Steinbruch, ich glaube, da war ich noch nicht. Der ist aber so ein bisschen versteckt. Ich habe vorhin bei Google Maps geguckt. Mal gucken, dass wir den finden. Aber bis jetzt haben wir schon jeden gefunden. Fertig. Dann wird es bei dem auch klappen. Schauen wir mal. Ja, ganz so schwierig scheint es nicht zu sein, diesen Steinbruch zu finden. Das Problem ist nur, ich bin hier mitten eigentlich in einer gesperrten Baustelle. Also im Ort vorher, hinter mir stand ein Schild, frei bis Baustelle. Aber laut Google Maps ist dieser Steinbruch mitten in dieser Baustelle. Jetzt ist da vorne die Absperrung offen gewesen. Hier ist ja auch alles geteert, wie man sieht, aber hier ist sonst kein anderer außer ich. Ich habe jetzt noch 2,1 Kilometer. Ich hoffe ja nur, dass da jetzt vorher nicht noch eine Absperrung kommt. Sonst habe ich nämlich ein echtes Problem. Wie ihr seht, ist hier rechts und links gar nichts. Ich könnte hier nicht drehen. Aber also sieht so aus, als ob ich da ankomme. 1,8 Kilometer noch. Lass uns ja mal überraschen. Aber wie gesagt, es sieht bis jetzt ganz gut aus. Da vorne ist die zweite Absperrung. Hier ist nämlich das Schild Schotterwerk. Es geht. Ich glaube, ich habe Glück. Ja, habe ich. Hier ist die zweite Absperrung von der Baustelle. Hier wäre nämlich die Umleitung zu Ende. Nicht zu früh freuen. Naja gut, es werden noch ein bisschen mehr wie 400 Meter sein, weil, nee, ach, guck mal, genau. Nach 300 Metern biegen Sie links ab, Kupferzeller Straße, hat genau gepasst. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Ja, da darf ich nicht her. Da oben scheint die Werkstatt zu sein, da werde ich hin müssen. Allerdings von hier unten rum. Ach ja, Glück gehabt. Mann, oh Mann, oh Mann. Biegen Sie links ab. Dann, Sie haben Ihren Zielort erreicht. So, und ich weiß, ja, den kenne ich. Ich muss nämlich hier diesen steilen Berg hoch, hinten zur Werkstatt hoch. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Kupferzeller Straße.
Zum Glück regnet es nicht. Ich bin nämlich leer. Und dann tut er sich schwer den Berg hoch hier. Werkstatt. Da müssen wir nämlich einmal hier drehen. Oh. Leco mio. Und hier drehen. Und dann geht es nämlich da zur Werkstatt. Jawohl. Ah, kennen wir doch. Ich dachte, ich kenne ihn nicht. Dann werden mit Sicherheit auch irgendwo hier meine Reifen liegen. Aber ich sehe sie noch nicht. Naja, wir werden mal gucken. Wir warten mal. Wir schauen mal. Na gut. Okay, na scheine Kubi. Jo, ein Kubi. Jo. So, Reifballe geladen. Ich muss gerade mal einen Schluck tanken, allerdings so ein Schluck, weil der Liter hier 1,64 kostet. Katastrophal. Aber da ist auch Raststätten Aufschlag bei. An der Raststätte kostet er ja meistens 30 Cent mehr als hier an der normalen Tankstelle. Aber hier kommt weit und breit sonst anderes nichts. Kein Autohof, keine Tankstelle in der Nähe. Ich bin jetzt hier Funkstadt, kurz vor Darmstadt, an der Raststätte. Ich habe gerade Pause gemacht. Jetzt werde ich diesen Schluck tanken, weiß ich nicht, nur 100, 150 Liter. Damit ich wenigstens zurückkomme. Ja, und dann zurück zum Platz. Da wartet schon die nächste Tour auf mich. Was es ist, wird mir wieder nicht verraten. Ja, das war dann mal wieder der Akku. Aber halb so wild. Und zwar hat sich das Geheimnis in der Zwischenzeit gelüftet. Das Geheimnis, wo ich ihn morgen hin muss. Ich habe nämlich Marco vorhin mal beauftragt. Er soll noch mal zwischendurch mal vorne auf den Tisch luren gehen. Ob er da was für mich liegen sieht, wo es denn morgen hingeht. Irgendwie wünsche ich mir ja jetzt, ich hätte das nicht getan. Weil dann wüsste ich nicht, dass ich morgen nach Holz mit muss. Ist ja nicht so schön. Also vorher einen Kunden Bielefeld ausladen, also bis jetzt noch einen Kunden Bielefeld ausladen und dann Holzminden abholen. Die unaussprechliche Firma, ihr wisst Bescheid. Das ist jetzt kein Beinbruch, aber auf Mittwoch, so eine Nahverkehrtour, ist immer ganz schlecht. Weil ich jetzt weiß ich nicht, ob er dann Donnerstag auf Freitag nochmal eine Tour hat, eine Fernverkehrtour. Oder ob ich Donnerstag und Freitag auch Nahverkehr fahre. Oder möglicherweise sogar Hofdienst. Das ist nicht schön, ist das nicht. Ja, ich habe jetzt noch 198 Kilometer nach Hause, also zum Platz. Ja, und dann werden wir weitersehen.
14 Grad und Sonnenschein und... Nein. Okay, ich soll ja nicht mehr singen. Dann lasse ich das auch lieber. Mache ich nur, wenn die Kamera aus ist. Ja, Mittwoch, 17 Grad Sonnenschein. Das fing heute Morgen schon an, habt ihr gesehen, ein wunderschöner Sonnenaufgang. Das sind so Momente, wo man wieder weiß, wofür man den Job so macht. Ne? Hat auch alles wunderbar geklappt. Also so wie gestern schon angekündigt, nur einen Kunden in Bielefeld gehabt. Allerdings nicht so leichten Kunden. Das war eine Baustellenanlieferung mit Hebebühne. Der Polier, der da war, der konnte das erst gar nicht glauben, dass ich eine Hebebühne bei habe. Er sagt zu mir, ja, wie sollen wir denn abladen ohne Hebebühne? Ich sage, ich habe doch eine. Nee, ich sehe keine. Ich sehe ja Unterfahrbühne. Hat er bis heute noch nicht gesehen, hat er gesagt. Da war er ganz verwundert. Ja, was natürlich bei Hebebühnenanlieferungen immer so ein bisschen ätzend ist, ist, dass wir das mit dem Hubwagen machen müssen. Also mit dem Hubwagen mit der Hebebühne runter und dann in die unmöglichsten Ecken von dieser Baustelle bringen. Aber die waren schwer in Ordnung, die Jungs. Ja, hat noch einer zugerufen, aber mit drei Mann die Paletten da hinten in diese Baustelle reingeschoben. Alleine ist nicht geschafft. Also das war, da lagen zwar Platten, aber das war so uneben da. Das wäre nicht gegangen, da ging es teilweise bergauf. Aber war ja nur ein Kunde. Haben wir jetzt keinen Zacken bei aus der Krone gebrochen. Ne? Das sind fünf Paletten, drei Hübe mit der Hebebühne und gut war. Holzbinden auch richtig gut geklappt. Ich bin um 10:30 da gewesen. Viertel vor 12 bin ich da schon wieder weg gewesen. Und jetzt bin ich schon auf einem guten halben Weg in Dortmund, in Richtung Dortmund. Das Problem ist halt nur diese Landstraßengurkerei. Das sind gute 160 Kilometer von Holzminden nach Dortmund. Davon sind 84 Kilometer oder so Landstraße, hier die B64. Das nervt schon. Also, aber kann man ja nichts machen. Ich kann es auch immer noch nicht verstehen, wie man ein Logistikzentrum in jede Richtung ca. 80 Kilometer von der Autobahn bauen kann. Weiß ich. Vielleicht sind die Mieten da besonders billig. Der Platz war billig oder so. Oder groß genug. Oder. Und die werden ja nicht extra für die unaussprechliche Firma eine Autobahn in die Richtung bauen. Vor allem aus solcher Richtung zuerst. Sondern ein Autobahnkreuz hinmachen. So, ne? Mitten im Kreuz ist die unaussprechliche Firma und dann ist man auch schneller wieder zu Hause. Aber wie gesagt, alles halb so wild. Recht easy peasy heute. Jetzt entscheidet sich gleich, wenn ich am Platz ankomme. Also ich bin so 14.30 Uhr ungefähr, wenn ich am Platz. Wie es dann weitergeht. Auf jeden Fall ist eine zweite Tour in Süden geplant. Worms, Schwäbisch Hall, noch irgendwas. Also das gestern mal so kurz angerissen, dass ich da nochmal runter in die Ecke muss. Also wird sich herausstellen, ob ich heute noch fahre ein Stück Richtung Worms oder morgen früh erst. Wir waren uns da gestern Abend noch nicht so ganz einig. Also mein Chef wusste noch nicht so genau, wie wir es da machen sollen. Gucken wir da ja einfach mal. Ja, ich werde jetzt auch ein bisschen die Sonne genießen und dann gleich fix den Auflieger abladen. Ich habe meinen Auflieger genommen, weil ich die Reifen hier auf dem anderen, auf dem weißen draufgelassen habe. Vielleicht ist der andere ja vorgeladen. Aber um 14.30 Uhr vermute ich das mal ja nicht. Und wenn, ist auch nicht schlimm, dann lade ich ihn eben selber. Heute alles nicht schlimm. Alles gut heute. Guten Morgen. Donnerstagmorgen. Und der frühe Vogel tankt erstmal. Und zwar tanke ich auf dem Platz. Das wollte ich eigentlich gestern Abend noch gemacht haben, aber oder gestern Nachmittag. Aber hier war so viel los gestern Nachmittag. Die Ereignisse haben sich etwas überschlagen. Deswegen möchte ich das jetzt heute Morgen. Da komme ich zwar eine halbe Stunde später beim Kunden an, aber das ist halb so wild. Ich habe heute. Was habe ich denn? Worms, Schwäbisch Hall, ich glaube Altdorf heißt das, Altdorf und dann nach Ulm. Die schaffe ich noch. Morgen habe ich dann zwei Abholer am Freitag. Das wird wunderbar klappen. Allerdings ist gestern dann auch, ist ja unfassbar. Gestern ist die neue Firmenkeule gekommen. Ich dachte eigentlich, kommt vorgestern schon, aber ist sie nicht. Aber gestern war sie da, als ich gekommen bin, auf dem Platz kam er dann auch, und zwar jener hier. Und ich muss ein bisschen Licht machen. So. Das ist im Moment ein bisschen schwer zu erkennen. Oh. Leider ist die Lampe leer.
zeige euch gleich mal ein paar Bilder. Ich habe gestern ein paar Bilder gemacht. Sieht ja in Dunkel auch nicht schlecht aus. Ja, das neue Firmenauto, das Auto, was ich am Wochenende nach Hause bringt. Schön, schön. Hat mich gefreut. Die Tankerei dauert ja allerdings ein bisschen. Wir haben nämlich so eine Zapfpistole. Die ist für beides geeignet, für PKWs und für LKWs. Weil natürlich die vielen PKWs hier vom Schiff und Disponenten und so, die werden natürlich auch hier getankt. Und deswegen ist dauert das immer so ein bisschen. Aber 400 Liter sind schon drin. 200 kann er noch, dann ist er voll. Ja, auf nach Worms. Die Lust ist nicht so groß, aber die kommt ja beim Fahren bekanntlich. Ne? Schauen wir mal. So, die Tanks sind geflutet. Oder besser gesagt, der Tank. Ich habe ja nur einen. Und ich habe noch nicht mal eine halbe Stunde verloren. 20 nach 8 komme ich bei meinem Kunden in Worms an. Der macht um 8 Uhr auf. 20 Minuten später, dann sind die wenigstens auch schon fit. Auch alles überhaupt kein Problem. Wie gesagt, Worms, Schwäbisch Hall, Altdorf, Ulm. Unter normalen Umständen müsste ich so gegen 2:30, 3 in Ulm sein. Wenn da jetzt nicht irgendwo ein Stau von 3 Stunden kommt oder einer von den beiden Baustoffhändlern da 2 Stunden braucht, um abzuladen, müsste das alles eigentlich problemlos funktionieren. Also sollte es, also muss es. Weil Ulm muss ich heute noch schaffen. Ich habe morgen noch 2 Abholer auf dem Rückweg. Ja, und dann ist ja eigentlich schon Wochenende. Ach so, um mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja, das ist ein Mercedes. Das ist ein C180 W203, Baujahr 2006. Das heißt, schon ein altes Schätzchen. 15 Jahre alt, aber ich muss ja sagen, schon ein geiles Schätzchen. Das ist, nein, das ist auch nicht meiner, der gehört meinem Chef. Also das ist eine Firmenkeule, sage ich jetzt mal. Eigentlich wieder anders genannt. Aber wir müssen ja jugendfrei bleiben hier. Und wenn ich ihn so benennen würde, wie der wirklich heißt, dann wird das Video auf 18 gesetzt. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Ja, das ist so, wie gesagt, Firmenkeule. Der wird genutzt vom Azubi, der fährt damit zur Post oder Besorgungen für die Firma machen. Oder Mirko benutzt den, wenn mal einer draußen liegen bleibt und das ist vor Ort zu reparieren. Dann kommt der Werkzeug rein, das Ersatzteil rein. Dann wird er hingefahren, wird er repariert. Oder am Wochenende fahre ich damit gelegentlich mal nach Hause, wenn ich montags morgens um 2 Uhr anfangen muss. Weil ich habe keinen eigenen PKW. Das wird sich nicht lohnen. Wir haben schon ein Auto. Also Evelyn hat ihren Audi da vor der Tür stehen. Damit fahren wir am Wochenende. Machen den größten Teil damit am Wochenende. Für mich wird sich privat kein PKW lohnen. Das heißt, der wird bei mir vor der Tür stehen und nur Geld kosten. Oder auf dem Platz stehen und nur Geld kosten. Wie gesagt, ich bin einmal die Woche zu Hause und nur am Wochenende zu Hause. Und am Wochenende fahre ich so gut wie gar nicht Auto. Da lasse ich immer fahren, weil ich fahre schon die ganze Woche. Ausfahrt vor Ihnen. Da habe ich, wie sollte er, eine andere Stimme. Mein TomTom spinnt schon wieder. Da habe ich ja nicht so groß Lust zu fahren. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, alte Schätzchen, aber geile Schätzchen. Ich habe den am Wochenende jetzt mitgehabt, gestern Abend mitgenommen. Ich sollte den mal Probe fahren, gucken, ob alles in Ordnung ist. So ein kleines Abkommen. Ich kümmere mich dafür um das Auto, dass ich den am Wochenende mal mitnehmen darf. Ich tanke den, gucke nach Öl und Wasser und halte den sauber, damit er nicht so chaotisch aussieht. Und dafür darf ich den am Wochenende mal nutzen. Irgendwie, warum ist denn, was ist denn mit Janek? Schläft er noch? Warum spricht denn Anna hier? Komisch, komisch. Naja, jetzt fahre ich erstmal mit meinem Stern nach Worms und dann gucken wir mal, wie der Tag so läuft heute. Gut.
ist hier so nach hier, seid gut. Jawohl. Okay. Gut. Komm ich runter? Ja. Danke dir, Kollege. Jo, perfekt. Früher bin ich gleich LKW gefahren. Ja. Ja. Keine Lust mehr, oder? Ich habe einen Umfang gehabt. Ach so, ja gut. Kann man vorstellen. Ja, ich wollte das jetzt 20 Jahre. 20 Minuten. Ja gut, jetzt ist nämlich schwer, aber früher war schnell. Ach, also man sollte morgens eventuell nicht zu große Töne spucken. Mein vorhin, also nicht vorausgesagter, nicht erhoffter Stau kam gerade. Zwar keine 3 Stunden, aber gute 1,5 Stunden hier auf der A6 zwischen Bad Rappenau und Kreuz Heilbronn. Katastrophal wieder. Das ist, hier ist diese Baustelle, die schon seit Ewigkeiten ist. Eine Brücke haben sie ja jetzt fertig, bei der zweiten sind jetzt zugange. Das dauert schon gefühlt 20 Jahre hier. Das Problem ist der 3-spurige Autobahn. Es geht auch 3-spurig in diese Baustelle. Und 2 Kilometer vor dieser Baustelle ist LKW-Überholverbot. Da hält sich kein Mensch dran. Keiner. Interessiert die alle nicht. Die fahren bis vorne in die Baustelle, da wo sich die Fahrstreifen verengen. Und dann zwängen die sich vorne einfach rein. Und dann geht da hinten überhaupt nichts mehr. Ich bin jetzt gerade eine Ewigkeit gestanden. Jetzt bin ich mitten in der Baustelle hier. Und so langsam rollt es wieder. Ich habe für 4 Kilometer, 1 Stunde 25 gebraucht. Also wenn jetzt meine Baustoffhändler, ich habe das ja heute Morgen auch schon gesagt, wenn die nicht unbedingt eine Ewigkeit brauchen, der eine kriegt 3 Paletten, der andere kriegt 4 Paletten. Wenn die jetzt jeweils eine Stunde brauchen, um mir diese Krümelkram da runterzuladen, dann ist Ulm ganz schwer in Gefahr und ich muss heute Ulm schaffen. Ich habe da zwar keinen Termin, aber wenn ich Ulm heute noch schaffe, dann kann ich noch so ein Stück hochfahren zum einen meiner beiden Abholer und dann kann ich den morgen früh schön früh machen. Der macht nämlich morgen früh um 6 Uhr auf. Das heißt, ich wäre um 6:30 da. 6 Uhr muss ja nicht direkt bei der Öffnung vor der Tür stehen. Aber dann wäre ich um 6:30 da, dann wäre ich so um 9 Uhr bei dem zweiten. Das heißt, ich wäre so 14 oder 15 Uhr zurück am Platz. Das sieht nun gerade im Moment nicht danach aus. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Scheiße. Baustoffhändler habe ich jetzt hinter mir. Hat dann nochmal erstaunlich gut geklappt. Also die beiden Baustoffhändler gingen gerade beim ersten, bin ich angekommen, da war überhaupt nichts los. Er sagte mir, ja, mach Plan aufheben, eben runter die 3 Paletten. Da war ich innerhalb von 10 Minuten wieder weg und beim zweiten gerade musste ich kurz warten, da war einer vor mir und dann ging es auch ratzfatz. Ich habe sogar noch eine halbe Stunde Pause gemacht hier gerade auf der Landstraße, damit ich jetzt 10er Lenkzeit machen kann. Damit ich auch in Ulm heute noch ankomme. 17.30 Uhr sagt mein Navi, bin ich in Ulm. Passt. Ich habe dir ja vorhin angerufen, er hat gesagt, bis kurz vor 6 kann ich kommen. Perfekt. Jetzt hätte ich das ja natürlich alles für morgen etwas geändert. Also unplanmäßig geändert. Und zwar sollte ich morgen noch nach Floh-Seligenthal und nach Sörewald fahren. Da Reifen abholen. Das machen wir nicht. Und zwar habe ich nächste Woche Dienstag Schwandorf auf jeden Fall. Also mein Schiff hat den Auftrag für Schwandorf gekriegt. Und das ist von der Tour her besser gelegen, dann die nächste Woche zu fahren. Das sind Reifen zum Ankauf, die sind nicht ganz so wichtig. Die müssen halt immer irgendwann mal abgeholt werden.
aber nicht innerhalb der nächsten 24 Stunden oder drei Tage oder so. Die können auch mal eine Woche liegen. Da ist das nicht so wild. Anders sieht das aus bei den Reifen, die hier unterneuert werden. Die müssen immer so schnell wie möglich abgeholt werden, damit die gemacht werden können, damit die so schnell wie möglich wieder bei denen sind, dass sie die auf ihre Bau- oder Erdmaschinen wieder aufziehen können. Also hat mein Chef das umgestrickt. Jetzt hat er mir einen anderen Abholer gegeben, und zwar in Neu-Ulm für morgen früh. Ja, richtig. Ich fahre jetzt nach Ulm, lade ab, dann fahre ich aus Ulm wieder raus, oben auf dem Autohof, und dann fahre ich morgen früh wieder nach Neu-Ulm rein zum Laden. Das hat aber einen speziellen Grund, und zwar muss das, was ich morgen früh in Neu-Ulm lade, bis 16 Uhr in Dortmund sein. Jetzt kann ich morgen früh in Neu-Ulm um 6.30 Uhr kann ich das laden. Die haben auch gesagt, steht bereit, das ist ratzfatz drauf, das sind 3-4 Hübe, dann ist das drauf. Das sind ja irgendwie 6 Kisten, 9 Kartons oder sowas. Es wird nicht viel sein, 2,5 Tonnen, also eine Kleinigkeit nur. Wenn ich jetzt Ulm, also Pleuerge Ulm morgen früh machen würde, dann könnte ich den erst um 8 Uhr machen, die sind erst um 8 Uhr da. Und wenn dann nur eine Kleinigkeit schief läuft, dass der Staplerfahrer krank ist oder der Stapler nicht anspringt oder die jetzt gerade keine Zeit haben, weil da vorne der Kundenraum voll ist, dann wird es gehörig knapp. Also von 9 bis 16 Uhr in Dortmund, das ist eigentlich schier unmachbar. Deswegen fahre ich die heute Abend noch. Man bringt eben die beiden IPCs weg, da macht Pause bis morgen früh, lade das morgen früh. Dann müsste ich ja um 7, spätestens 7:30 da in Neu-Ulm weg sein. Und dann ist das durchaus machbar. Wenn denn da kein Stau kommt, so wie heute. Aber ich muss ja nicht die A6 fahren. Ich muss mal gucken, ob ich A8 oder A7 fahre. Das entscheide ich nachher, wenn ich Feierabend habe. Und dann wollen wir vom Besten ausgehen, dass morgen nicht so viel los ist auf der Autobahn. Morgen ist Freitag. Naja, wird schon irgendwie gut gehen. Ist ja heute auch noch gut gegangen. Hätte ich natürlich einen Stau nicht gehabt, der hat bis 16 Uhr auf, da wo ich laden muss. Hätte ich einen Stau nicht gehabt, dann wäre ich natürlich erst nach Neu-Ulm gefahren, hätte das geladen. Und wer dann nach Ulm gefahren hätte, die beiden IBCs abgeladen. Aber man kennt das ja, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. Wenn das Wörtchen wendig wäre. Ich fange an, Schluss zu reden. Bis gleich mal. Irgendwie will mich meine Kamera heute ärgern. Ich habe gerade schon meine Verladeszene kein Ton mehr aufgenommen. Ich hoffe jetzt. Aber sieht ganz gut aus. Ja, gestern genau die richtige Entscheidung getroffen, würde ich sagen. Und zwar bin ich ja gestern noch wirklich da bis nach Pleuhage gefahren, habe die beiden IBCs abgeladen, weil mir das zu unsicher war, das danach zu machen. Ich bin aber nicht mal auf dem Autohof gefahren. Ich habe die gefragt da bei Pleuhage, ob ich bei denen auf dem Platz stehen bleiben kann. Das war gar kein Problem. Da direkt da vorne vor ist eine Tankstelle und ein Stückchen weiter so eine Dönerbude. Allerdings habe ich mir bei der Dönerbude nichts geholt. Ich bin da reingegangen, habe mir den Spieß angeguckt und dann bin ich wieder rausgegangen. Guckte mich ein bisschen komisch an, aber das sah mir nicht so gut aus. Ja, dann hat das heute Morgen nicht so fix geklappt. Also ich war um 7 Uhr pünktlich da, kurz vor 7 sogar. Die haben erst um 7 Uhr das Tor aufgemacht. Da bin ich da rein, habe gesagt, ich sei hier, ich soll für Dortmund laden. Also eigentlich für die Türkei. Ja, ja, ist fertig, steht da vorne in der Ecke. Fahr mal rechts ran und mach mal auf. Und ab da passiert erstmal gar nichts. Dann bin ich ja nochmal reingegangen, sagte er zu mir, ja, am besten du drehst hinten, wo es gar nicht möglich war zu drehen. Du drehst hinten und dann machst du auf und dann komme ich raus. Ich sage, nee, der ist schon auf. Ich sage, du musst nur laden.
Ach so, ja gut, dann komme ich gleich raus, hat er. Ja, und dann dauerte wieder, dann bin ich dann da rein und habe gesagt, so Leute, ich sage, ihr möchtet doch, dass die Ware bis heute Nachmittag um 16 Uhr in Dortmund ist. Ja, dann müsst ihr mich jetzt verladen, weil sonst wird das nichts. Im Endeffekt bin ich um 5 nach 8 weggekommen. Jetzt mache ich gerade meine Pause, meine 45er. Ich habe dann noch 3 Stunden 15 bis Dortmund. Das heißt, ich bin genau um 15.30 Uhr in Dortmund, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Einen kleinen Stau hatte ich gerade schon. Aber im Moment sieht so alles ganz gut aus. Bin auf A5 hier Grevenhausen, A5, A45 und dann ist ja auch schon Dortmund. Und zur Not sollen sie ein paar Minuten warten. Ist ja Waren, die sie brauchen. Also die verladen das heute oder morgen früh noch. Das geht in der Türkei. Also das ist eine Spedition. Die hat bei uns in Dortmund eine Zweigstelle und in der Türkei eine Zweigstelle. Und die fahren die Ware immer hin und her, Dortmund, Türkei. Und ich glaube, da kommt es auf 10 Minuten hier. Aber auf dem Auftrag steht halb bis 16 Uhr. Aber ist ja eine Spedition. Ich glaube nicht, dass sie um 16 Uhr zumacht. Sehr eigenartig. Komisch wäre das. Ja, ich habe mir gerade mal eben so ein Frikadellenbrötchen geholt. An der Raststätte. 3,19 Euro. Aber schmeckt, muss ich sagen. Kann man sich nicht beschweren. Das haut mir jetzt so rein. Ich habe noch genau 7 Minuten Pause. Und dann geht es weiter in Richtung Dortmund. Und dann mal schauen, was nächste Woche ist. Das weiß ich noch nicht. Also wie gesagt, am Dienstag steht Schwandorf an. Oh, da ist der erste Elektro-LKW, den ich hier sehe. Ja, hier sind diese Strommasten für diese E-LKWs. Da ist jetzt gerade mal einer dran vorbeigefahren. Das erste Mal, dass ich das sehe. Ja, was Montag ist, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wir werden sehen. Ich berichte euch, wenn ich einen Bericht gekriegt habe. Bis gleich. So, Ankunft in Dortmund. Wir haben jetzt 15.33 Uhr bei Ankunft. Also ich habe jetzt noch 1 Kilometer genau. Hat wunderbar funktioniert. Bis auf ein kleiner Stau da bei Karlsruhe, 5 Minuten oder was das waren, bin ich wunderbar durchgekommen. 530 Kilometer in 7 Stunden 13 mit Pause. Sehr, sehr gut, muss man da sagen. Und das auch am Freitag. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Franziusstraße, dann Ankunft, Ziel auf der rechten Seite. Jetzt wollen wir nur hoffen, ich bin da schon ein paar Mal gewesen, wollen wir nur hoffen, dass bei dem Platz auch Platz ist. Das ist so ein ganz kleiner Platz, da sind so mehrere Firmen auf diesem, naja, was soll man da sagen, das ist ein kleiner Parkplatz. Da sind mehrere Firmen. Biegen Sie rechts ab, dann Ankunft, Ziel auf der rechten Seite. Und ich bin mir sicher, dass derjenige, der das in die Türkei fährt, auch schon da ist und da wartet. Aber wenn sie schlau sind, haben sie mir Platz gelassen. Die haben auch schon bei mir auf der Firma angerufen heute Vormittag und gefragt, wann denn mit mir zu rechnen ist. Ankunft, Franziusstraße 150, Ziel auf der rechten Seite. Stehen die Zeus-LKWs mit einem Platz. Ja, also er hat zwar angetrunken, aber wir sind noch nicht ganz da. Wir müssen noch einmal abbiegen hier. Die Zeus-LKWs stehen da. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Hier so eine Spitzkehre. Das ist sehr nett, dankeschön. So, und dann müssen wir nämlich, Moment, ich muss mal überlegen, ob das hier rein war. War das hier oder die nächste Einfahrt? Ne, hier müssen wir rein, genau. So, hier auf den schönen kleinen Platz. Das ist eine türkische Spedition, die kommen aus der Türkei, von hier nach Dortmund und holen die Ware ab und bringen die dann da wieder hin. Hier ist alles voll. Jetzt muss ich mal fragen, wo ich denn hier abladen soll. Na, wir schauen mal. Ich lade mal ab und dann fahre ich zum Platz und dann sehen wir uns wieder. Das ging ja fix jetzt. 17 Uhr, ich habe Wochenende, Feierabend. Tasche ist gepackt, umgesattelt habe ich auch, also ich brauchte nicht neu laden. Ich wurde schon vorgeladen, umgesattelt. Blauer Tippauflieger. Der geht am
Montag nach Kupferzell. Also Kupferzell einmal hin zurück, müsste eigentlich machbar sein. Ansonsten bin ich halt Dienstag früh wieder hier. Da muss ich Dienstagmorgen so ein bisschen vorladen. Also erst für die Halle und dann für mich, für Schwandorf. Wo es sonst noch hingeht, weiß ich nicht. Spesenzettel habe ich auch schon gemacht. Geld fürs Wochenende. Jetzt hole ich mir jetzt noch ab und dann fahre ich nach Hause. Ich hoffe, ich habe alles. Aber ich bin ja morgen früh sowieso noch mal hier. Morgen früh ist Betriebsversammlung. Morgen früh, Samstagmorgen um 10. Falls ich das vergessen habe, kann ich das morgen mitnehmen. Ich habe das Wichtigste, Hausschlüssel, Autoschlüssel, LKW-Schlüssel, Portemonnaie, Zigaretten, Feuerzeug. Ja, braucht man nicht. Nur ein Spesenzettel. Moment. Mal gerade machen. Macht euch mal gerade, Leute. Ich probiere das ja nicht. LKW zu. Ja, auf nach Hause. Das heißt, ich bin heute schon um, naja, Viertel vor sechs zu Hause. Meine Kamera. Das war Tzatziki. Afrim Tzikiri, bei uns Tzatziki genannt. So, Schlüssel wechseln. Ist ein bisschen eng da. Ingo bei der Arbeit. Aber die sind auch schon alle in Aufbruchstimmung. Die sind wir alle weg hier. Diesmal bin ich nicht der Letzte. Auto auf. So, das heißt, ich verlasse euch jetzt. Unsere Wege trennen sich hier bis Montag. Also abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Die Däumchen und immer schön Trakaulika bleiben. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Trakaulik Germany, die Fernfahrer-Doku. Bye, bye.